Hallo zusammen, heute mal ein Video der etwas anderen Art und zwar vergleiche ich hier vier SD-Kartenlesegeräte mit einem USB-C-Anschluss. Die braucht man nämlich, wenn man sich ein neues MacBook holt oder eines von den MacBooks der letzten 1, 2, 3 Jahre mit einem USB-C-Anschluss. Apple ist mich irgendwie der Meinung, dass man bei einem Profi-Gerät, also MacBook Pro, steht ja eigentlich für Profi, dass man da kein SD-Kartenlesegerät mehr braucht. Wahrscheinlich gehen sie davon aus, dass man eh nur noch aufs iPad setzt. Wie auch immer, ich habe jetzt hier vier Stück bestellt und war mit zwei Stück richtig unzufrieden, weshalb ich mich entschlossen habe, einen kleinen Vergleich zu machen, in der Hoffnung, dem einen oder anderen vielleicht die Entscheidung ein bisschen leichter machen zu können. Als erstes habe ich hier von der Firma Tutuo, wie man es auch immer ausspricht. Preislich liegt er bei 9,50 Euro und ich runde die Preise immer so ein kleines bisschen auf und ab. Und die Bezugsquelle werde ich auch in der Infobox verlinken. Wir haben hier einen Deckel, da ist der USB-C-Anschluss, können eine SD-Karte reintun, eine SD-Mikro-Karte reintun, eine Micro-SD-Karte reintun. Und hier haben wir genialerweise noch einen normalen USB-3-Adapter. Das ist ganz schick gemacht. Was mir hier nicht gefällt, ist dieser ganze Aufdruck, der hier drauf ist. Also das ist mir irgendwie zu viel Beschriftung, das sieht nicht so elegant aus. Aber darüber könnte ich hinwegsehen. Dann habe ich hier von der Firma IceyBox einen. Hier haben wir einen USB-C-Anschluss. Und das Tolle ist, hier haben wir einen normalen USB-Anschluss. Und hier unten drin ist sogar ein Micro-USB-Anschluss. Das heißt, man kann ihn ans Android-Handy oder Tablet anschließen. Also auch ganz cool gemacht eigentlich. Hier ein SD-Kartenlesegerät, Micro-SD-Kartenlesegerät und auch hier viel zu viel draufgeschrieben. Also das sieht richtig billig aus. Preislich liegt der übrigens bei 14 Euro und auch hier die Bezugsquelle in der Infobox verlinkt. Dann habe ich hier von der Firma Uni einen mit einem Verlängerungskabel. Der ist schön schlicht gehalten, auch passend optisch zu dem MacBook, dem Dark Space oder wie das heißt. Micro SD und SD, preislich 13 Euro. Und von der Firma Zendisk einen, auch mit so einem Verlängerungskabel. Hier unten ein bisschen was aufgedruckt, das geht eigentlich. Optisch finde ich aber den von der Firma Uni hier am besten, der SD, schwarz-silber. Das passt nicht ganz so gut, aber das soll ja auch nicht das Problem sein. Die Probleme sind eher die Geschwindigkeit. Und zwar der Tutu ist angegeben mit USB 2.0. Das entspreche 480 Megabit pro Sekunde, sprich 60 Megabyte pro Sekunde. Meine Kamera hat im komprimierten RAW-Format ungefähr 20 Megabyte pro Bild. Das heißt, ich könnte 3 Bilder pro Sekunde übertragen. Damit könnte ich durchaus leben. Also ich mache keine Sportfotografie oder sowas. Also das, ich komme da vielleicht mal mit 50 oder 100 Bildern nach Hause. Selbst 100 Bilder im Idealfall werden sie in 30 Sekunden übertragen. Wenn es ein bisschen langsamer wäre, vielleicht 40 Sekunden, das wäre im Prinzip okay. Dann von der IceyBox, auch der läuft mit USB 2.0. Da darf man sich nicht, bei dem hier darf man sich nicht veräppeln lassen. Da steht was mit USB 3 in der Beschreibung. Damit ist aber nur der Adapter hier gemeint. Das SD-Kartenlesegerät hat nur USB 2.0 und die IceyBox genauso USB 2.0, sprich 60 Megabyte pro Sekunde. Bei dem von der Firma Uni für 13 Euro, da ist eine Geschwindigkeit angegeben von UHS 1, sprich maximal 104 Megabyte pro Sekunde. Und am schnellsten ist der von Zendisk mit UHS 2, was dann maximal 312 Megabyte pro Sekunde entsprechen würde. Da muss ich sagen, da macht meine SD-Karte nicht mehr mit. Ich würde sie euch zeigen, ist allerdings gerade in der Kamera für die Videoaufnahme, also blende ich da mal ein Foto ein. Die ist schon ein bisschen älter, ich glaube so 2-3 Jahre. Da habe ich die Informationen gefunden, dass die 90 Megabyte lesend und 80 Megabyte schreibend schafft. Aber ich würde mal sagen, schauen wir uns mal die Geschwindigkeiten direkt am MacBook an. Dazu kommt man am besten mit runter. Ja, kommen wir zum Fazit. Die beiden Sticks hier haben mich richtig enttäuscht. Sie wurden ja angegeben mit USB 2, sprich 480 Megabits bzw. 60 Megabyte pro Sekunde. Und davon haben sie gerundet nur ein Drittel geschafft. Also wenn sie die volle USB 2 Geschwindigkeit hinbekommen hätten, wäre ich mit denen zufrieden gewesen. Auch ein bisschen weniger, sagen wir so 40 bis 50 Megabyte pro Sekunde. Damit hätte ich auch leben können. Aber ich muss halt sagen, ein Drittel der Geschwindigkeit, das sind die beide bei mir raus. Beide gefallen mir auch optisch nicht. Die haben mir einfach viel zu viel Aufdruckzeug drauf und
vollgekritzelt. Dazu kann es passieren, dass man die Deckel irgendwann verliert. Oder was heißt, kann passieren? Den wird man höchstwahrscheinlich irgendwann verlieren. Von daher bleiben die beiden für mich übrig. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, meine SD-Karte schafft 90 MB lesend und das Kartenlesegerät hier hat 91 geschafft. Also meine Hochachtung, das hier ist quasi so geschwindigkeitstechnisch der Gewinner. Und ich glaube, wenn ich eine schnellere Karte hätte, dann würde ich zu dem Zendisk hier greifen. Es gefällt mir halt optisch nicht ganz so gut und ja, das spielt dann tatsächlich auch eine Rolle, auch wenn es das nicht sollte. Für mich ist der Gewinner dieses Uni hier, einfach auch preislich ist es am interessantesten, 13 Euro zu 21 Euro, es sieht besser aus und es schafft mit 85 MB pro Sekunde ja quasi schon die Höchstgeschwindigkeit, die die Karte schafft. Diese 5 MB, die sind mir echt egal, die dann noch drin wären. Wegen dem Preis, also ich muss halt wirklich sagen, hier für 14 Euro und dann nur 20 Megabyte pro Sekunde und hier zahle ich 13 Euro, also ein Euro weniger und habe dann quasi die vierfache Geschwindigkeit. Also da bin ich schon sehr zufrieden, es sieht besser aus. Also ich werde das hier jetzt behalten, das ist so mein Gewinner. Wenn ich eine schnellere Karte hätte, wäre das hier meine Wahl. Ja, das soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.